Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für den Monat Juli an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Dann gehen wir noch auf die Bereiche Liebe und Geld ein. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Der Juli beginnt damit, dass du dich im Nestbaumodus befindest oder dich zumindest nach mehr Freizeit sehnst. Die Sonne steht bis zum 22. Juli im Krebs und in deinem vierten Haus, und du spürst alle emotionalen Wellen, die dieser Monat mit sich bringt. Die Zeit, die du mit deinen Lieben und engen Freunden verbringst, wird sich jetzt besonders gut anfühlen. Der expansive Jupiter steht für den Rest des Jahres im Stier und weckt in dir die Sehnsucht nach einer langsameren, sinnlicheren Lebensweise. Auch wenn du beruflich viel zu tun hast, hoffe ich, dass du dir auch in deinem Privatleben Zeit nimmst, um die einfacheren Dinge zu genießen, etwas, das der Umtriebige wieder leicht vergessen kann. Keine Sorge, auch deine großen Ziele werden in diesem Monat reichlich kosmische Unterstützung erhalten. Am 3. Juli strahlt der einzige Steinbock-Vollmond des Jahres in dein 10. Haus der Karriere. Um den 4. Juli herum könntest du die Nachricht von einer großen Chance oder einer Führungsrolle erhalten. Vielleicht hast du eine Erleuchtung über den beruflichen Weg, den du einschlagen willst. Und es könnte sein, dass du von deinem jetzigen Weg abweichen musst. Du weißt, was du nicht willst, aber was willst du? Diese Frage wird ab dem 17. Juli zu einer wichtigen Aufgabe, wenn der karmische Nordknoten bis Januar 2025 in den Widder zieht und dein erstes Haus des Selbst und der Identität für die nächsten 18 Monate aktiviert. Diesen lebensbestimmenden Zyklus hat es seit 2004 nicht mehr gegeben. Eine Auffrischung ist längst überfällig. Für den Rest des Jahres könnte dieser Prozess auch bedeuten, dass du dich von alten Glaubenssätzen trennst, die deinen Selbstausdruck behindern, da der verwundete Heiler Chiron vom 23. Juli bis zum 6. Dezember im Widder rückläufig ist. Manchmal ist die Entdeckung deines wahren Selbst ein Prozess, bei dem du die Skripte, die Familie, Gesellschaft, Schule und andere äußere Einflüsse auf dich projiziert haben, wieder verlernen musst. Nimm dir eine kleine Auszeit vom Rampenlicht, um dieser existenziellen Frage nachzugehen. Am 22. Juli wechselt die Sonne für einen Monat in den Löwe, was normalerweise ein idealer Zeitpunkt ist, um sich zu zeigen, für Liebe, Aufmerksamkeit und um für Aufsehen zu sorgen. Aber in diesem Jahr wird Venus, der Planet der Liebe und der Schönheit, vom 22. Juli bis zum 3. September rückläufig in Löwe sein. Das kann nicht nur die Signale in deinem Liebesleben durcheinander bringen, sondern auch die Aufnahmefähigkeit der Menschen für deine Talente und deine ernsthafte Botschaft beeinträchtigen. Nutze diese Zeit lieber, um eine Beziehung hinter den Kulissen zu verbessern oder um an deinem Auftritt zu feilen, bevor du im Herbst deine Talente vorstellst. Es ist Krebssaison bis zum 22. Juli. Nimm dir eine kleine Auszeit vom Trubel, Widder. Da die Sonne bis zum 22. Juli im mütterlichen Krebs und in deiner häuslichen Glückszone steht, ist dein Herz am zufriedensten, wenn du dich zu Hause versteckst oder dich für ein bisschen Selbstfürsorge zurückziehst. Das vierte Haus ist der grundlegendste Teil deines Horoskops, also ist es wichtig, dass du dich um deine Wurzeln kümmerst, während die Sonne zu Besuch ist. Wenn dein Terminkalender im Sommer schon voll ist mit gesellschaftlichen Ereignissen und Reisen, solltest du dir viele erholsame Pausen gönnen. Das vierte Haus regiert die Frauen und du wirst es genießen, Zeit mit deinen Schwestern zu verbringen, die dich pflegen und unterstützen. Auch deine Mutter oder eine mütterliche Figur könnte in den nächsten 4 Wochen eine Rolle spielen. Aber halt dich fest, Widder, weißt du, wessen Gesellschaft du am meisten genießen wirst? Deine eigene. Um das Beste aus dieser emotionalen Zeit herauszuholen, solltest du dich auf die Nummer 1 konzentrieren und deine Umgebung so nahrhaft und gemütlich wie möglich gestalten.
Ganz gleich, ob du Zeit mit deiner Familie verbringst oder einfach nur die Ruhe und Abgeschiedenheit genießt, wenn du jetzt auftankst, wirst du für die kommenden Monate auftanken können. Der Steinbock-Vollmond ist am 3. Juli. Der Monat bringt gleich zu Beginn einen Karrierehöhepunkt oder Wendepunkt. Am 3. Juli erhält der Steinbock-Vollmond dein 10. Haus, das für Erfolg, Struktur und langfristige Ziele steht. Damit könnte ein großes Ziel, auf das du seit Beginn des Jahres 2023 hingearbeitet hast, seinen Höhepunkt erreichen. Da Mond ein glückliches 120-Grad-Treigen zu dem abenteuerlustigen Jupiter in deiner Einkommenszone bildet, könnten sich deine Bemühungen auch auszahlen. Du magst deinen derzeitigen Karriereweg nicht? Ergreife Maßnahmen. Vollmonde markieren Übergänge und einige Widder könnten sich dazu entschließen, eine dramatische Kehrtwende von ihrem derzeitigen beruflichen Weg zu machen. In den kommenden 2 Wochen könnte dieser Vollmond dir die Gelegenheit bieten, eine Führungsrolle zu übernehmen oder ein prestigeträchtiges Angebot anzunehmen. Das 10. Haus regiert das öffentliche Ansehen, du könntest also auch in deiner Branche eine wohlverdiente Anerkennung erhalten. Dies ist einer der Höhepunkte deines Jahres, Widder, also nutze ihn weise. Auch dein Vater oder ein anderer wichtiger Mann könnte in die Ereignisse rund um diesen Vollmond involviert sein. Habt ihr das Bedürfnis, über ein wichtiges Thema zu sprechen oder einfach nur Zeit miteinander zu verbringen? Wenn du den Vatertag nachholen möchtest, kannst du ihn mit deinen Plänen für den 4. Juli verbinden und so eine 2-für-1-Feier daraus machen. Der Nordknoten tritt am 17. Juli in den Widder ein. Deine offizielle Neuerfindung beginnt heute. Vom 17. Juli 2023 bis zum 11. Januar 2025 bewegen sich die Mondknoten durch die Achse Widder-Waage und aktivieren 18 Monate lang dein 1. Haus der Selbstständigkeit und dein 7. Haus der Partnerschaften. Dies ist die Zeit, um deiner karmischen Berufung zu folgen, Widder, und die Lektionen, die du gelernt hast, anzuwenden, um einen neuen Weg für dich zu finden. Der Nordknoten besucht den Widder nur alle 18 Jahre, zuletzt war er vom 27. Dezember 2004 bis zum 22. Juni 2006 hier. Was ist damals in deinem Leben passiert? Mach dich auf eine weitere Welle ähnlicher Themen und Lektionen gefasst und darauf, das Gleichgewicht zwischen Ich und Wir neu zu ordnen. Hast du in deinem edlen Bestreben, es allen recht zu machen, die Bedürfnisse der Nummer 1 vernachlässigt? Wenn der Südknoten der Waage deine Beziehungszone aktiviert, solltest du eine Pause einlegen und dich nicht mehr nur auf andere konzentrieren, sondern Zeit für dich selbst zurückgewinnen. Lege den Schwerpunkt auf das, was dich glücklich macht, Widder. Das heißt aber nicht, dass du keine Gesellschaft und Gemeinschaft genießen kannst. Setze einfach klare Grenzen und erlaube anderen, ein wenig mehr für sich selbst zu sorgen. Der Neumond des Krebses am 17. Juli weckt ein neues Gefühl von Heimat. Mitte des Monats ist der häusliche Fokus am stärksten. Am 17. Juli läutet der Krebsneumond einen Neuanfang in deiner Wohnsituation oder deinen engsten Beziehungen ein. Du könntest dich auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen, dein jetziges Zuhause umgestalten oder dich mit deiner Familie zusammenschließen. Egal, ob du von einem gemütlichen Handwerkerhaus oder von einem modernen Apartment träumst, ein Gefühl von Zuhause und emotionaler Sicherheit ist für dich von großer Bedeutung. Dieser Neumond könnte deine Beziehung zu einem Verwandten neu beleben und dir helfen, eine neue Seite aufzuschlagen. Eine fürsorgliche, aber starke Frau, die du in der Nähe dieses Datums triffst, könnte eine Schlüsselrolle in den Ereignissen des nächsten halben Jahres spielen. Denkst du daran, eine Familie zu gründen, eine Immobilie zu kaufen oder zu renovieren? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Eine Schwangerschaft ist möglich, oder ein Kind könnte eine wichtige Rolle bei den Ereignissen spielen. Du bist auf dem besten Weg, deine Aufgabenliste abzuhacken,
denn ab dem 10. Juli wird der Motivator Mars dein produktives sechstes Haus bevölkern. Aber Achtung, du bist auch nur ein Mensch. Du brauchst Ruhe, Liebe und Unterstützung wie jedes andere Sternzeichen auch. Heute erinnert dich der strenge Saturn, der in Opposition zu Mars steht, daran, Grenzen zu ziehen und dich vor dem Stress anderer zu schützen. Wenn du zu viel um die Ohren hast, delegiere. Hüte dich vor Energiefressern und allen, die deinen Zielen zuwiderlaufen. Dafür hat niemand Zeit. Wenn sich der ungeduldige Mars und der vorsichtige Saturn gegenüberstehen, ist es, als ob du mit einem Fuß auf dem Gas und mit dem anderen auf der Bremse stehst. Um ein kosmisches Schleudertrauma zu vermeiden, solltest du ein gemäßigtes Tempo finden und aufmerksam bleiben. Du brauchst zwar Zeit, um dich zu entspannen und den Lärm auszublenden, aber wenn du einen einfachen, stressarmen Plan befolgst, wirst du deine Ziele erreichen, ohne zu erschöpft zu sein. Die Sonne tritt am 22. Juli in den Löwen ein, und Venus wird rückläufig im Löwen. Die erholsamen Tage weichen ab dem 22. Juli einer ausgelassenen Stimmung, wenn die Sonne in den Löwen eintritt und dein fünftes Haus der Romantik, des Spiels und des Selbstausdrucks aktiviert. Das könnte der Startschuss für einen aufregenden Liebesmonat sein, aber es gibt auch einen kosmischen Kurvenball, den du in diesem Jahr meistern musst. Am selben Tag wird der Liebesplanet Venus in Löwe rückläufig und unterbricht damit die Ordnung und Harmonie in dieser amorösen Sphäre deines Horoskops. Die liebevolle Venus wird bis zum 3. September rückläufig sein, ein Zyklus, der alle 18 Monate stattfindet und Liebe und Freundschaften auf den Kopf stellt. Venus fördert Verbindung und Mitgefühl, und ihre Rückläufigkeit kann die geizigen und verurteilenden Seiten der Menschen zum Vorschein bringen. Viele Astrologen halten die rückläufige Venus für eine Stoppzeit für Hochzeiten, Verlobungen und angehende Beziehungen. Wir raten zwar nicht dazu, Hochzeiten abzusagen oder Verlobungen zu lösen, aber es kann zu weniger glücklichen Momenten in deinen engsten Beziehungen kommen. Die Rückläufigkeit lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit und ist ein guter Zeitpunkt, um nachzudenken, neu zu bewerten und zu reparieren. Auch vergangene Liebschaften können während der Venus Retrograde wieder auftauchen, also sei nicht überrascht, wenn der X-Faktor zuschlägt. Solltest du es wagen, das zu tun? Denke daran, dass dies ein sechswöchiger Transit ist, und nimm dir Zeit. Wenn eine Person aus deiner Liebesgeschichte wieder auftaucht, solltest du vorsichtig sein und prüfen, ob die roten Fahnen noch da sind. Chiron wird am 23. Juli rückläufig. In deinem handlungsorientierten Sternzeichen verbringst du nicht viel Zeit damit, über deinen Nabel nachzudenken, aber ab heute ist es sehr empfehlenswert, in dich zu gehen. Am 23. Juli wird der Komet Chiron, der verwundete Heiler, in deinem Zeichen rückläufig und bringt Themen zur Sprache, von denen du dachtest, dass du sie hinter dir gelassen hast, oder möglicherweise schmerzhafte Muster, die dir nicht bewusst waren. Jeder Mensch hat eine Schattenseite, und während dieses Transits wirst du vielleicht mehr mit deiner vertraut. Nimm dir bis zum 6. Dezember Zeit für deine innere Arbeit oder um Wunden aus der Kindheit zu heilen, von denen du vielleicht gar nicht wusstest, dass sie dich noch immer belasten. Dein Widerliebeshoroskop für Juli. In diesem Monat liegt die Liebe in der Luft, denn die verliebte Venus reist vom 5. Juni bis zum 8. Oktober durch Löwe, dein lustvolles und libidinöses fünftes Haus. Und da auch der heiße Mars bis zum 10. Juli hier ist, solltest du etwas wagen. Egal, ob du deine Wünsche offen aussprichst, ehrlich zu deinen Gefühlen stehst oder einen Schritt wagst, du kannst dich jetzt nicht mehr zurückhalten. Nach dem 10. Juli könntest du etwas weniger amorös werden, wenn Mars bis zum 27. August in die analytische Jungfrau wechselt. Ziele können sexy sein, vor allem, wenn du einen Komplizen hast, der sie mit dir verfolgt.
Während der leidenschaftliche Mars für den Rest des Monats durch die Jungfrau und dein sechstes Haus der Organisation und des Wohlbefindens marschiert, ist dies eine großartige Gelegenheit für Paare, an gemeinsamen Zielen zu arbeiten, egal ob es darum geht, in Form zu kommen, für ein Rennen zu trainieren oder deine Ernährung zu verbessern. Jeder Schritt in eine gesündere Richtung ist ein guter Schritt. Alleinstehend? Du könntest jemanden im Fitnessstudio, auf einem Wanderweg oder in der Schlange vor dem Saftladen treffen. Fang ruhig an, dich mit jemandem zu unterhalten, die Funken könnten sprühen. Aber bevor es so richtig losgeht, bremsen die Sterne am 22. Juli, wenn Venus für 6 Wochen rückläufig wird. Venus macht diesen Rückwärtsgang alle 18 Monate und zwingt die ganze Welt dazu, innezuhalten und den Stand der Dinge in unserem Liebesleben zu überprüfen. Vielleicht hast du einige überholte Einstellungen, die nicht deinen höchsten Interessen dienen oder in schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit wurzeln. Venus rückläufig kann ein hilfreiches Fenster sein, um diese Blockaden zu untersuchen. Bis zum 3. September könnten Themen, die du in deinem Privatleben unter den Teppich gekehrt hast, wieder auftauchen und dich zur Auseinandersetzung zwingen. Es kann zwar eine Herausforderung sein, sich diesen Dingen zu stellen, aber wenn du die Reparaturarbeiten erledigst, wirst du im Herbst gestärkt daraus hervorgehen. Im schlimmsten Fall kann die Rückläufigkeit die Harmonie einer aufkeimenden Beziehung stören oder in bestehenden Beziehungen ein Drama auslösen. Du bist schon ein offenes Sternzeichen, aber jetzt könntest du mit deinen unverblümten Äußerungen wirklich unter die Gürtellinie gehen. Vorsicht, Widder, die Fetzen könnten fliegen, wenn du dich auf ein dievenhaftes Kräftemessen einlässt. Auch eine unerwartete Schwangerschaft könnte sich ankündigen, denn das fünfte Haus regiert die Fruchtbarkeit. Wenn du im gebärfähigen Alter bist, könnten du und dein Partner auch uneins darüber sein, ob ihr Kinder haben wollt oder wann ihr es versuchen solltet. Dieses Thema und andere ebenso brisante Themen solltest du am besten mit Hilfe eines Paartherapeuten oder einer neutralen dritten Person besprechen. Die Rückläufigkeit regiert die Vergangenheit, also sei nicht überrascht, wenn dich eine alte Flamme oder zwei aus heiterem Himmel anpingen. Vielleicht ist es an der Zeit, dich mit der Entlaufenen wieder zu treffen? Oder wenn du damit zu kämpfen hattest, eine vergangene Beziehung loszulassen, kann dir diese rückläufige Venusperiode helfen, endlich zu heilen. Dein Wiedergeldhoroskop für Juli. Nimm es gelassen, Widder. Dein unternehmungslustiges Sternzeichen schlägt gerne zu, solange das Eisen heiß ist, aber da die Sonne bis zum 22. Juli durch den Krebs und dein unauffälliges viertes Haus segelt, solltest du es nicht übertreiben, zumindest nicht in der ersten Hälfte des Monats. Die Ausnahme ist der 3. Juli, wenn der jährliche Vollmond im Steinbock in dein 10. Haus eindringt und deine Karriere in den Mittelpunkt rückt. Dies könnte ein Wendepunkt oder ein Moment der Manifestation für deine Ambitionen sein. Könntest du etwas Ordnung auf dem Hof des Widders gebrauchen? Am 10. Juli zieht der Draufgänger Mars, dein herrschender Planet, bis zum 27. August in die Jungfrau und in dein analytisches 6. Haus ein. Das ist eine gute Zeit, um zu rationalisieren und zu systematisieren, damit du dich auf deine Prioritäten konzentrieren kannst. Am 17. Juli wechselt der nördliche Mondknoten in den Widder, zum ersten Mal seit 2004. Zwischen jetzt und Januar 2025 kannst du dich tief mit deiner karmischen Bestimmung verbinden. Ein leidenschaftliches Projekt oder eine persönliche Mission könnte dich in den kommenden 18 Monaten in neue Richtungen führen. Umso mehr solltest du dich jetzt noch nicht in etwas stürzen. Gib dem Ganzen etwas Zeit, um zu sacken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!